Die Folgen der Corona-Pandemie auf schulische Bildung, Ukraine-Krieg und die angespannte Situation in der Pflege. Bei ihrer Frühjahrsklausur im Münchner Werksviertel hat die Freie Wähler-Landtagsfraktion über diese großen Herausforderungen unserer Zeit beraten und viele konkrete Konzepte vorgelegt, um ihrer Herr zu werden. Besonders die Wirtschaft steht wegen Russlands Überfall auf die Ukraine aktuell unter Druck. Doch Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger weiß, an welchen Stellschrauben Land und Bund jetzt drehen müssen. Wir tun alles, um die Belastungsfähigkeit auch des Wirtschaftssystems Bayerns, Deutschlands und auch Europas zu verbessern. Halbleiter, Energieversorgung, auch im Gesundheitsbereich müssen wir uns künftig wieder stärker aufstellen, um nicht so schnell zusammenzuklappen, wenn wieder Infektionskrankheiten, wenn vielleicht Corona wieder zurückkäme. Wir müssen uns insgesamt stabiler aufstellen, müssen innerhalb Europas uns Partner suchen. Das sind dann Maßnahmen, die in die Zukunft gerichtet Bayern stabiler aufstellen helfen. Stabiler aufgestellt werden muss auch die Pflege in Bayern. Susanne Enders, gelernte OP-Krankenschwester, kennt die Probleme. Also die Personalsituation ist prekär und das nicht erst seit heute oder gestern, das geht seit Jahrzehnten. Eine Verschlimmbesserung von einem zum anderen neuen Gesetzesentwurf im Pflegebereich, im Gesundheitsbereich hat das Ganze nicht besser gemacht. Die Corona-Krise hat uns nochmal ganz deutlich gezeigt, wo der Hase eigentlich langlaufen müsste, aber außer Applaudieren folgt jetzt nichts. Wir müssen jetzt handeln, Verbesserungen im Pflegebereich schaffen, weil uns sonst die Pflegekräfte weiterhin weglaufen. Doch nicht nur Pflegekräfte, auch pflegende Angehörige sollen stärker unterstützt werden. Peter Bauer erklärt, was der Freie Wähler-Fraktion besonders wichtig ist. Wir brauchen Rentenpunkte für die Frauen, die sich pflegenden Angehörigen widmen. Denn sie können ja in aller Regel nicht mehr in ihrem Beruf vollständig arbeiten. Das heißt also, sie zahlen auch weniger in die Rentenversicherung ein und haben dann, wenn sie 65 oder 67 werden, einen geringen Anspruch. Das darf nicht sein, das ist sozial ungerecht. Bildungspolitik stand im Zentrum der Klausurberatungen. Um Bayerns Schulen und die gesamte Schulfamilie fit für die Zukunft zu machen, haben sich die Freien Wähler allerhand vorgenommen. Tobias Gotthard fasst die Ziele zusammen. Die großen Themen, die wir haben, sind Digitalisierung, es ist die Entbürokratisierung der Schulen, es ist die Stärkung der Schulleitungen, es ist die Stärkung der Gesundheit in den Schulen, deswegen auch dieses Rundum-Gesund-Paket Nummer 1, da werden weitere noch folgen. Dann haben wir noch als weiteres Thema mehr Raum und Zeit für Bildung. Das heißt, wir wagen uns an die Lehrpläne ran und werden die entrümpeln, um mehr Zeit zu haben, den Kindern Lust am Lernen zu vermitteln. Zum Klausurausklang tauschten sich die Abgeordneten mit kommunalen Mandatsträgern hoch über den Dächern Münchens über aktuelle Herausforderungen und anstehende Aufgaben aus. Fraktionschef Florian Streibel zieht eine positive Bilanz. Wir haben auch eine Linie gefunden, wie wir also in die nächsten Monate, in den Sommer hinein starten. Und wir haben also, muss man sagen, die Fraktion steht gestärkt da. Und das ist auch das Wichtige bei so einer Klausur, dass man sich mal wieder auf sich selber besinnt, dass man Ziele ins Auge fasst und dass man dann losmarschiert. Fest steht schon jetzt, die Freie Wähler-Landtagsfraktion hat klare Konzepte und kluge Ideen, um den aktuellen Krisen zu begegnen und damit das Leben der Menschen in allen Teilen Bayerns deutlich zu verbessern.